hinter den Boxen, das heißt schon was, das ist gut. 4, 3, 2, 1, 1. Siehst du, wenn so eine Rakete hochgeht? Wenn es für dich Sinn brauche, bist es ja auch noch was. Damit ist nur mein Geld, hab ich gesagt. Aber ich hab nur einen. Ladies and Gentlemen. Ladies and Gentlemen. Welcome to Doghouse. Es ist wieder so weit. Ganz neue Gesichter hier, stellt euch mal vor. Ja, mein Name ist Tobias Branders, ich bin Ringrichter heute hier bei Doghouse 4, freue mich total. Bin ansonsten Mitgründer von der German Masters Boxing Series, Projektleiter bei Gym Wars, Kommentator bei Fight24 und so weiter und so fort. Gut, ich bin Peter Frohnlux aus Köln, ich bin Masterboxer, ich bin aktuell Las Vegas Sieger 2024, Europameister, mache auch heute den Ringrichter hier. Und habe vor kurzem mit dem Tobias die German Master Boxing Series gegründet. Das ist eine Masterbox-Serie, die an mehreren Standorten in Deutschland stattfindet. Ja. Das ist Marc, du Pflaume. Er wusste eigentlich nur Marc. Ich habe gesagt, ey, stimmt, der kommt bestimmt nach. Mehr. Der Polizist? Achso, der Bulle. Ey. Bulle. Was? Der Kai spielt auch, aber nicht hier. Nee. Die spielen nur statt in Berlin oder so, oder Hamburg. Ja, ne? Die Leute gucken am Fernsehen. Ja. Erdogan. Ist der Erdogan da oder was? Echt? Spaß. Was habt ihr da Schönes? Der Schenkel. Willst du kaufen? Wie viel? Doppelter Preis. Alter, boah, das sah jetzt krass aus. Wenn du die Karte reinhältst, raushältst, weg. Der ist auch gut. Aber hier. Richtige Vorbereitung. Ich hab gesagt, richtige Vorbereitung. Ja, nochmal ein bisschen locked in sein. Du bist heute wieder unser DJ, das vierte Mal. Ja, sicher. Muss so, ne? Kannst du es nochmal zeigen? Scratchen oder so? So schwer kann das doch gar nicht sein. Darf ich mal? Ja, super. Bei dir hört sich das besser an. Heute professionelle Unterstützung. Für was bist du heute hier? Hier für den Kamerakram. Alles, was man später sehen und hören kann. Also wenn die Kämpfe nicht gut aufgezeichnet sind, bitte bei ihm beschweren. Hier ist Roos, euer Doghouse-Reporter. Teil 4 steht an. Es ist soweit und ich nehme euch jetzt mit raus und wir gucken mal, was draußen vor der Tür los ist. Auf geht's. So, wir stehen jetzt draußen vor der Schlange. Die ersten Gäste sind da. Ganz vorne sind hier zwei Jungs. Erzählt doch mal ganz kurz, euer erstes Box-Event hier, Doghouse? Ich war beim ersten und zweiten und jetzt hier. Ich boxe hier selber und genau, ich drücke den Jungs auf jeden Fall die Daumen für heute Abend. Ich würde sehr gerne auch beim nächsten Mal mitmachen. Wird auf jeden Fall ein cooles Event. Und du bist als Begleitung mitgekommen? Genau, das ist mein erstes Event. Der Dan hat ja schon fleißig hier Werbung für gemacht und ich finde das ganze Konzept wirklich super mit dem Benefit-Gedanken für das Hospiz Center und ich drücke allen Kämpfern auf jeden Fall die Daumen und freue mich hier zu sein auf den schönen Abend hier. Du sagtest, du bist beim nächsten Mal eventuell selbst dabei, also Ambitionen selbst mitzumachen. Der Funke ist übergesprungen auf dich anscheinend. Auf jeden Fall. Also ich habe die letzten Monate auch beim Sparring immer fleißig mitgemacht und bin jetzt gerade ein bisschen verletzt. Hat das aber auch bei mir auf den Jahreszielen in der Agenda, dass ich im Herbst doch das erste Mal mein Glück wagen will hier. Super, da bin ich gespannt. Ich wünsche dir gute Genesung mit der Hand und viel Spaß heute Abend. Ja, wir sind hier bei den Gästen zu Doghouse 4. Heute ist Fußball-EM. Jetzt im Moment spielt England gegen die Schweiz hier in Düsseldorf. Und hier sind Leute, die sich für den Boxsport entschieden haben. Darf ich fragen, was hat euch zum Boxen gebracht? Mich persönlich, der Umzug nach Düsseldorf, weil bei mir in der Nähe ein Gym ist, das Boxen anbietet und heute trainiert ein ehemaliger Trainer von uns. Nicht trainiert, sondern kämpft. Genau. Und wer ist das? Der Mike. Ah. Genau. Deswegen sind wir als Fangruppe einmal hier. Und ist das das erste Mal, dass ihr hier dabei seid? Nee, das zweite Mal. Wir waren letztes Jahr im November schon einmal dabei. Genau. And I've heard you're not from Düsseldorf. You just came for the first time. No, this is second time, but yes, I'm training with Mike, so I come here to cheer up him, yes. Give our visitors a short prediction. What can we expect from Mike tonight? Of course, he makes KO.
Yeah, in 2 minutes. Okay, I'm very curious. Thank you very much. Bei weiteren Gästen, die heute hier auf den Einlass warten für Doghouse 4 und dem Kampfabend, glaube ich, gespannt entgegensehen. Bist du das erste Mal dabei oder hast du das schon mal erlebt hier? Nee, ich bin das zweite Mal hier. Bin hier, um meinen Bruder Kenan Berger zu supporten. Und ja, ich freue mich schon drauf. Ah, super, eine Riesenehre. Kenans Bruder ist hier. Ich habe dich vorher noch nie gesehen, aber das liegt daran, wenn die Hütte voll ist, dann sind ziemlich viele Menschen da. Ja, ich freue mich sehr auf diesen Kampf mit Kenan. Ich glaube, das wird auch nochmal so ein spannender Kampf. Und ja, gib uns vielleicht einen kurzen Ausblick, was wir erwarten können. Einen Dog im Doghouse. Das werdet ihr sehen von Kenan. Ja, ich glaube, das ist eine vielversprechende Prognose und wir sind gespannt auf diesen Kampf. Danke fürs Kommen und bis später. Toi, toi, toi. Bis später. Sehen Sie hier. Was ist hier für eine Wette? Erst der mit 50 Euro verdient. Hier, für 50 Euro mache ich das. Wie lange? Eine Minute, zieh über die Birne. Du passt mit dir gar nicht mal im Kopf, Alter. Lass dich auf deinen Kopf. Ja, Glück gehabt. Behalte meine 50 Euro. Aber eine Minute ist doch nicht lange. Luft anhalten. Du hältst dich Luft, dann musst du mal atmen da drin. Ja. Und jetzt. Auf die Minute genau. Pünktlich? Ja. Ist doch Sommer, kann man noch ein bisschen später da sein, oder? Schönen guten Tag zusammen. Ich kann das nicht so zeigen, sonst muss ich verpixeln. Ah, okay. Komm, komm! Raus mit der Führung, da der Führung! Führung raus! Letzte Minute! Schlag mal die Führung! Komm, komm, komm! Der kontrolliert. Oh, was sehe ich da? Hier, Jungs! Die Kamera ist da! Hi! Wir sind jetzt in der Kabine der Roten Ecke. Hier hat gerade Mike geboxt. Mike, starker Kampf gerade. Danke. Erstes Statement vielleicht. Hat mir Spaß gemacht. War cool. Ihr habt euch nichts geschenkt, habt einen richtig starken Kampf geliefert. Nichtsdestotrotz gab es einen Sieger. Ich glaube, es war ziemlich knapp, ehrlich gesagt. Aus Sicht des Publikums war es unentschieden eigentlich. Großen Respekt nochmal auch vor der Leistung. Und werden wir dich nochmal im Ring sehen hier? Auf jeden Fall. Wir sehen jetzt hier den Sekundanten Lenny, der hier als Physiotherapeut auch die Rote Ecke unterstützt. Lenny, ich komme gerade mal kurz zu dir. Du bist heute dabei als Sekundant und Unterstützer in der Roten Ecke und du bist selber Leistungssportler und Physiotherapeut. Jetzt sehe ich, du machst die Jungs hier warm. Vielleicht ganz kurz zur Erklärung, was macht ihr hier genau? Im Endeffekt machen wir nichts anderes, als eher den Puls wieder runterzubringen, dass die Leute oder dass die Boxfallen sich in der Kabine nicht zu überpacen und dann halt viel mit Atmung arbeiten und eher ruhig, weil wir haben alle Bock rauszugehen. Jetzt muss man alle ein bisschen erst zügeln, damit nicht in der ersten Runde direkt die ganze Luft weg ist.
Dockhaus 1 warst du ja selber als Kämpfer dabei. Sehen wir dich nochmal im Ring? Gerne, wenn es ein bisschen beruflich ruhiger ist. Aber ich hoffe, wenn alles gut läuft, nächstes Jahr auf jeden Fall noch ein paar Mal auch im Ring zu stehen. Bei mir ist jetzt einer, den einige von euch schon kennen, Jörg Heidenreich, ist ein legendärer Sportler. Ich habe ihn im Publikum gesehen, er hat mit jedem Kampf mitgefiebert, hat Tipps gegeben. Ich glaube, du kennst inzwischen einige der Jungs aus der Vorbereitung und man hat richtig gemerkt, dass du mit Herz dabei bist. Wir haben eine starke erste Hälfte gesehen hier bei Dockhaus 4. Ganz kurz dein Eindruck zum Abend. Also für mich bisher völlig nachvollziehbare Urteile mit wirklich tollen Leistungen. Und da kann man wirklich sagen, also die Jungs könnte man für zumindest im Amateurbereich, im guten Amateurbereich schon mit nutzen. Hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber das waren schon ganz ordentliche Leistungen, doch. Und gibt es ein, zwei Kämpfer, die du besonders hervorheben könntest, wo du sagen würdest, also den Jungs, den lege ich nahe, vielleicht auch mal über eine Karriere nachzudenken? Also aufgrund der Altersstruktur würde ich jetzt gerade dem letzten Kampf, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, Samuel, ja genau, also der Kampf ragte für mich aus diesen fünf Kämpfen heraus und ich glaube, der war sogar schon mal bei uns in Leverkusen auch zum Sparring und also da ist absolutes Potenzial da. Ne? Also der hat auch dieses taktische Verständnis, auch mal was auszulassen und dann gegenzustoßen, das, was ich ja immer reingerufen habe. Und das hat er bombig umgesetzt und das wäre noch absolut ausbaufähig und der hat auch Herz. Sehe ich absolut genauso. Ich fieber immer wieder mit, wenn er oben im Ring steht und ich sehe auch jedes Mal einen Erfahrungszuwachs und auch, ich fand Wahnsinn, die Beinarbeit und so weiter. Vielleicht noch das für die Laien, die zugucken. Bei Dockhaus kämpft man 3 Runden. Jetzt kommt Aria dazu. Heidi, bei dem macht man keinen Spaß. Dockhaus geht immer 3 Runden. Man wünscht sich inzwischen bei dem einen oder anderen Kampf auch die eine oder andere Runde mehr. Nur für die Laien nochmal, um mal zu vergegenwärtigen, was das eigentlich bedeutet, 3 Runden zu kämpfen. Das heißt ja von Anfang an Vollgas geben. Man hat aber auch hier schon die Unterschiede gesehen, gerade von der Gegnerschaft. Die sind sehr, sehr verbissen, das ist klar, so muss das auch sein. Aber sie verkrampfen eben auch und hier werden nur 3x2 Minuten geboxt. Normalerweise in Amateurkämpfen 3x3 Minuten. Wenn das dann ins Professionelle geht, 5x3, 7, 8x3 bis 12x3. Durch dieses Verkrampfen, viel Krampf frisst viel Sauerstoff und dann werden sie fest. Und das gerade der Samu jetzt im letzten Kampf, der sehr ökonomisch in der langen Distanz geblieben, hat den Gegner provoziert, hat den harten Angriff ausgelassen und ist dann sofort gegengestoßen mit ganz ökonomischen Schlägen. Also das hat mir, sowas imponiert mir. Danke für das Statement. Jörg Heidenreich, eine richtige Boxlegende, die Boxgeschichte geschrieben hat, heute hier bei uns. Ich hoffe, du bleibst uns erhalten und den Vorbereitungen, die für die weiteren Dockhaus-Events kommen. Danke dir. Dankeschön. Alles Gute. Mr. Dockhaus himself, persönlich, Aria Najafi ist wieder dabei und der Mann, der die Strippen zieht. Ja, Aria, es ist wieder ein richtig gelungenes Event. Ich habe vorhin schon mal gesagt, ein ganz anderes Publikum als beim letzten Mal. Ich glaube, es ist jedes Mal eine andere Geschichte mit anderen Protagonisten und einige, die wir kennen. Spannende Kämpfe, dein erstes Fazit. Ich sag mal so, jeder Kampf ist anders, jede Veranstaltung ist anders. Ich bin immer noch sehr, sehr zufrieden mit jeder Episode. Jede war tatsächlich anders. In der ersten Episode war es dieser glühend heiße Sommer. Da waren wir hier alle drin am Schwitzen. Ich habe 3 T-Shirts gewechselt, ich weiß noch ganz genau. Das war krass. Da standen die meisten Leute tatsächlich sogar hier draußen und haben von draußen aus geguckt. Zweiten Veranstaltung war es wiederum anders. Mir geht es hier viel mehr um die Routine. Ich finde, die Routine ist ja mega geil geworden. Also jeder weiß, was er zu tun hat. Selbst wenn es neue Leute gibt, sind die relativ schnell eingespielt und ich bin einfach sehr happy, diese ganzen Leute hier um mich herum zu haben, weil die ermöglichen mir das, so ein easy Event auf die Beine zu stellen. Beziehungsweise so ein Event so easy auf die Beine zu stellen. Es ist mal wieder ein richtig spannendes Event geworden, das sehr authentisch ist mit echten Kämpfen. Ich glaube, das sieht man selten. Und man merkt auch, du hast es auch noch mal betont vorhin, dass das hier Jungs sind, die keine Profis sind, die keine aktiven Amateure sind, sondern die hier die ersten Schritte im Ring machen. Und ich glaube, inzwischen wachsen einige auch wirklich über sich hinaus und könnten durchaus auch vielleicht mal eine Karriere in Erwägung ziehen. Ich finde das richtig toll, wie du die Jungs vorbereitest und auch medial schulst und so weiter und auch über das Boxen hinaus, Pilates, Tanzen und so weiter, all diese Dinge. Ja, danke nochmal und ich glaube, wir können uns auch auf weitere Events freuen, richtig? Wie ist die Aussicht? Ich habe schon mal in einem der YouTube-Videos erwähnt, ich würde herzens gerne irgendwann Dockhaus 100 machen. Wenn das klappt, ne, wird wahrscheinlich ganz lange dauern, aber
warum nicht? Warum soll man sich nicht so Ziele setzen, oder? Ja, wir sind hier bei den Ringrichtern. Wie ist der erste Eindruck? Lecker. Lecker. Lecker, was gab's denn? Für mich nur ein Würstchen, weil ich keine Kohlenhydrate esse. Peter, was hattest du? Den Hotdog. Irgendwie kommt am Hals. Ihr wurdet vorhin angekündigt, ihr habt eine Wahnsinns-Vita aufzuweisen, seid richtige Profis. Wie ist euer Eindruck hier von Dockhaus 4? Sehr geile Veranstaltung. Ich sag's auch nochmal mit leerem Mund. Sehr geile Veranstaltung, macht super viel Spaß, weil die Leute so engagiert im Ring sind. Da will jeder gewinnen. Hat man leider bei Profibox nicht mehr allzu häufig, deswegen finde ich richtig geil. Und guter Zweck, Hammer. Einfach nur Boxen, nicht den Firlefanz, finde ich gut. Es ist ein authentisches Event und was ich spannend finde, was Ari auch nochmal betont hat, das sind keine Profis oder aktive Amateure, sondern ja, Leute, die ihren ersten Schritt hier im Ring machen. Ja. Ich glaube, Hut ab, oder? Ja, die haben Eier, die Jungs. So, bei mir sind jetzt hier ein paar ambitionierte Kämpferinnen von Freudenreich. Gibt es einen Kampf, den du besonders hervorheben würdest? Nee, tatsächlich alle Kämpfe bis jetzt super. Beide Parts haben ihr Bestes gegeben und ja. Ich sehe jetzt jemanden, der schon einige Male Dockhaus geboxt hat, deswegen kommt mal eben mit. Jetzt versucht er abzuhauen, aber den schnappen wir uns hier. Bei mir ist jetzt Sascha Baumgarten, jemand, der von Dockhaus 1 jedes Event geboxt hat, eigentlich auch gesetzt war für diesen Kampf und sich verletzt hat. Erzähl kurz, was war da los? Ja, wir waren Fußballspielen und dann ist unglücklicherweise einer in mich reingelaufen beim Versuch, den Ball zu treffen. Leider eine Verletzung, macht man nichts. 6 Wochen jetzt raus, jetzt fange ich nächste Woche ganz entspannt wieder an, langsam aufbauen und dann Dockhaus 5, ihr werdet mich sehen. Ich bin ganz begeistert. Du hast viel Leidenschaft gezeigt, einmal mehr, bist mal wieder als Sieger aus dem Ring gegangen. Ich glaube, du hast von Anfang an den K.O. gesucht. Ja. Und ich habe gesehen, du hast wirklich den Aufwärtshaken versucht zu platzieren. Habe ich versucht, ne? Ja, wie ist dein Eindruck? Problem bei mir ist, ich nehme mir immer das vor, was ich im Ring nicht mache. Ich habe versucht, heute mal ein bisschen sauberer zu boxen, ein bisschen technischer zu boxen, aber sobald ich im Ring bin, habe ich diesen Killer-Modus und will den dann K.O. schlagen. Ich weiß nicht, woher das kommt. Vor allem im Großen und Ganzen bin ich zufrieden, auch Respekt an meinen Gegner. Ist auch ein starker Gegner gewesen. Wir sind jetzt mittlerweile alle schon Freunde geworden und ich hoffe, dass das auch so bleibt. Und wir alle noch einen schönen Abend. Riesen Dank an das ganze Team, an die Zuschauer, an alle, die mitgemacht und investiert haben. Das ist auch eine riesen Aufgabe, sowas auf die Beine zu stellen. Auch an Aria, dass er das immer wieder macht. Und auch natürlich für die Kinder. Das ist alles für die Kinder, fürs Kinderhospiz. Wir geben unser Bestes, dass wir eine gute Show liefern. So, ich habe jetzt hier einen richtigen Leistungssportler vor der Tür der blauen Ecke. Ike, es freut mich riesig, dich hier zu sehen. Ja, freut mich. Du bist ein richtiger Profi und bist für viele hier im Gym ein Riesenvorbild. Dieser Mann ist brandgefährlich. Ich glaube, Munir kann das bestätigen. Und er ist der Beste hier und es ist, glaube ich, es wäre ein Riesending, wenn er hier nochmal in den Ring steigt. Ich würde mir das sehr wünschen. Danke dir, Ike. Alles klar. Bis dann. Jevgeny, was ist da los? Du hast ein Pfeilchen. Gratuliere. Starker Kampf, starker Sieg. Ich glaube, du hast alles gegeben. Kurzes Statement von dir. Danke schon. Ja, das war richtig schwieriger Sieg für mich. Das war sehr schwer Kampf und mein Gegenkämpfer war sehr stark. Aber das war so und danke für alle. Danke für diese Organisation. Ich mag diese Veranstaltung und es macht mir Spaß. Danke für alles. Hey, hey, hey. Puh, was für ein Abend, was für Kämpfe. Bei mir ist doch mal Arian Najafi, der Mann, der die Strippen zieht für dieses Event. Und ja, du hast das Schlusswort. Ich möchte mich ganz herzlich bei allen bedanken, alle, die mitgewirkt haben. Das habe ich vorhin im Ring auch schon gesagt. Die Leute denken immer, dass das bin alles ich, der das macht. Aber ich habe sehr viele Freunde und Unterstützer, die mir so ein bisschen unter die Arme greifen immer. Und so kommt es nun mal, dass ich das Event so auf die Beine stellen kann. Ich bin da sehr dankbar für. Und die Leute dürfen nicht vergessen, jeder Einzelne, der hier mitwirkt, der ist genauso dafür verantwortlich für das, was hier passiert. Weil wir haben in weniger
als einem Jahr über 10.000 Euro für das Kinder- und Jugendhospiz zusammenbekommen. Und das ist schon mal eine krasse Ansage, vor allem weil das Hospiz ist zu 70% von Spendengeldern angewiesen. Das dürfen die Leute auch nicht vergessen. Ne? Das, was wir hier machen, ist, ich glaube, mal ein richtiger Turbo für die. Ich glaube, das tut denen sehr gut. Und ich habe es vorhin auch schon erwähnt, ich würde gerne irgendwann Dorkhaus 100 feiern und mit euch dann auch zelebrieren. Danke, dass das alles so wächst. Danke, dass das alles so cool ist. Danke auch an die YouTube-Community. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß bei unseren Videos. Ich weiß, wir könnten es öfter bringen, aber wir geben unser Bestes und machen da weiter, wo wir aufgehört haben.